Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Grünen teilen im Wesentlichen die Kritik am Asylpaket 2. Ja, auch wir halten es für grundsätzlich falsch, diesen schwächeren Schutzstatus, diesen subsidiären Schutz damit zu verbinden, dass der Familiennachzug für 2 Jahre ausgesetzt wird. Denn auf der einen Seite ist es eben der Schutz von Familie, der auch für Flüchtlinge gelten muss, dass sie ihre Kernfamilie eben nachholen können. Und es ist ja auch richtig so, diese ja zumeist in Elend oder in größter Not zurückgelassen haben und zum Teil auch nicht versorgt sind, dort, wo sie leben. Aber zum anderen halten wir es auch für integrationspolitisch verfehlt, hier die Familien nicht nachzuholen. Ich habe selber im Gespräch mit Betroffenen erlebt, wie jemand, der seine Familie weiterhin in großer Not weiß, hier jetzt den Anspruch zu formulieren, na nun geh mal zu deinem Deutschkurs und jetzt sei nun mal ganz motiviert, integrier dich hier. Und der oder diejenige hat ihre Familie 1, 2 Jahre nicht gesehen und weiß nicht, ob sie es dann überhaupt noch schafft, herzukommen und diese Situation da durchsteht. So, also in der Analyse finden wir diese Regelung falsch und welch Zufall, als das verabschiedet war, stiegen ja dann auch die Zahlen derjenigen an, die eben den schwächeren Schutzstatus bekamen. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt, natürlich, denke ich, hat das BAMF bei dieser Entscheidungspraxis da auch im Hintergrund, hier verstärkt auf den subsidiären Schutz zu gehen, um eben den Familiennachzug zu drosseln. Wie gesagt, aus den genannten Gründen finden wir das auch falsch. Leider, und das sehe ich in der Tat jetzt so, werden es die Gerichte entscheiden. Der Bundestag hat es entschieden, der Bundesrat, wie gesagt, der Kollege Körfges hat es gesagt, es war eben nicht zustimmungspflichtig. Wir hatten die Debatte hier ja auch schon mal im Landtag. Es ist müßig, jetzt über den Bundesrat zu lamentieren. Er konnte am Ende hier dieses Gesetz nicht verhindern. Das war nun mal so. Wir Grünen hätten sicher, wenn es denn zustimmungspflichtig gewesen wäre, hier auch noch mal alles in die Waagschale geworfen, um gerade diesen Passus da rauszubekommen. War es nicht, sodass jetzt am Ende die Gerichte dran sind. Und leider haben ja die Verfahren auch nordrhein-westfälische Gerichte hier, die Verwaltungsgerichte, sehr stark belastet. Die Verfahren gehen zurück und wir sehen, dass das nach und nach jetzt bei den Obergerichten landet. Oberverwaltungsgericht, all das BAMF geht ja dann da regelmäßig auch in Berufung, wenn das Verwaltungsgericht hier den Anspruch negiert oder den Anspruch dann akzeptiert, Familien nachzuholen und einen anderen Schutzstatus zuerkennt. Und am Ende, denke ich, wird es beim Bundesverwaltungsgericht landen und dann wissen wir mehr. Leider, leider, das sage ich hier ganz ehrlich, auch für meine Fraktion, ersetzen hier die Gerichte die Unfähigkeit von Politik, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Frau Kollegin. Das haben wir häufig, aber deswegen haben wir auch die dritte Gewalt. Wir hier im Landtag, Frau Brandt, das ist jetzt hart, aber das muss ich Ihnen auch sagen, können an dieser Situation nichts mehr ändern. Frau Kollegin. Die ist so und deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen, weil wir hier derzeit keinerlei Einflussmöglichkeit haben. Frau Kollegin Düker, würden Sie eine Zwischenfrage der von Ihnen noch soeben noch einmal namentlich erwähnten Frau Kollegin Brandt? Bitte. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Düker, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt ja ganz deutlich gesagt, das müssen die Gerichte klären und wir haben hier keine Einflussnahme. Können Sie mir dann bitte erklären, warum sowohl die Grünen auf Bundesebene und wie eben erwähnt die SPD und die Grünen gemeinsam in Schleswig-Holstein auch in Form eines Antrages sich für die Abschaffung des Paragraphens einsetzen, wenn das doch dann offensichtlich komplett sinnlos ist? Also ich habe hier für meine Fraktion erklärt, dass wir gegen diese Regelung sind. Herr Körfges hat die Position der SPD hier dargestellt. Daraus können Sie sich zusammenreimen, wie hier die Position von Rot-Grün aussieht. Ich glaube, das haben wir sehr deutlich gemacht. Kollege Körfges hat es etwas differenzierter ausgeführt, aber durchaus auch Kritik geäußert. Ich sage es etwas klarer. Also das ist hier die Äußerung von Rot-Grün. Auf Bundesebene hat
die Fraktion der Grünen dem Asylpaket nicht zugestimmt im Bundestag. Insofern sind wir Grünen da sehr klar in der Aussage. Ich teile aber auch Ihre Feststellung nicht. Wenn Sie hier sagen, dass umgehend zur Praxis des Jahres 2015 zurückgekehrt werden soll, halte ich auch diese Schlussfolgerung für falsch. Denn im Jahr 2015 wurden Anerkennungen ausgesprochen, allein aufgrund eines schriftlichen Anhörungsverfahrens. Und dann eine 100-Prozent-Quote. Das halte ich auch für falsch, weil ein individuelles Anhörungsverfahren gehört für mich für eine Entscheidung, ob jemand in unserem Land bleiben darf oder nicht, immer auch dazu. Also eine Rückkehr zu diesem Verfahren lehnen auch wir ab. Und am Ende muss man auch sagen, dass über dieses schriftliche Anhörungsverfahren letztlich auch Missbrauch, der gehört nun mal auch zur Wahrheit dazu, Tür und Tor geöffnet wird. Und wir wissen ja auch, dass Sicherheitsaspekte bei diesen Entscheidungen nun mal auch eine große Rolle spielen. Und deswegen glaube ich, dass eine Praxis wie 2015 auch abzulehnen ist. Wir wollen ein vernünftiges, individuelles Anhörungsverfahren, ein rechtsstaatliches Verfahren. Und dann bekommt jeder, der hier perspektivisch bleiben darf, ob subsidiären Schutz oder einen vollen GfK-Schutz oder sogar eine Asylanerkennung, hier das Recht, seine Familie nachzuholen. Denn das ist auch nach unserem Grundgesetz, der Schutz von Ehe und Familie gilt ja für uns auch für Flüchtlinge und er hilft auch der Integration. Unsere Position, denke ich, habe ich ausreichend klar gemacht. Dankeschön.